Moin, hier ist Grüne Ente und herzlich willkommen zum vierten Teil der 1.19 Modding Tutorial Reihe. Im heutigen Video werden wir unserem Item mal eine Textur geben, einen richtigen Namen und ein sogenanntes Model. Wofür wir es brauchen, erkläre ich noch im weiteren Video. So, als allererstes, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon mal ein Texture Pack erstellt habt, müssten wir jetzt quasi dem Item sagen, welche Textur es haben soll und wie es aussehen soll. Dafür haben wir, wenn wir am Tutorial Mod, Source, Main, JavaScript.de, achso, und hier direkt schon ist Resources. Huch, nein, Change. Und hier unter Resources machen wir mal einen Rechtsklick, New Directory, und die nennen wir jetzt einmal Assets. Ganz wichtig, dass wir jetzt alles genau so nennen, wie ich es hier nenne, da die Sachen sonst später nicht funktionieren. So, jetzt brauchen wir noch einmal unseren eine weitere Directory, die genauso heißt wie unsere Mod. Also in meinem Fall Tutorial Mod. Wichtig, wieder alles klein geschrieben. Tutorial Mod. Zack. Und dann erstellen wir da drin nochmal einen Ordner. Und den nennen wir einmal am besten Textures. Und da rein wollen wir jetzt gleich unsere Textur packen. Da machen wir noch einmal einen Rechtsklick. Ist jetzt ein bisschen lästig mit den ganzen Ordnern, die wir erstellen müssen. Item. Und dort wollen wir gleich unsere Item-Textur reinpacken. Ich packe mal meine Item-Textur hier in die Videobeschreibung. Die können wir uns einfach hier reinkopieren. Das ist mein Test-Item. Den Link zu dem Bild kann ich nochmal in die Videobeschreibung packen. Dann haben wir jetzt schon mal die Textur. Jetzt weiß das Programm allerdings gar nicht, wie jetzt dieses Item auf oder die Textur auf das Item drauf geprojiziert wird oder wie das ganz dargestellt werden soll. Dafür brauchen wir jetzt noch so ein genanntes Model. Dafür klappen wir Textures hier erstmal zu, gehen nochmal auf Tutorial Mod, Rechtsklick, New Directory und wählen dann hier Models aus oder schreiben Models. Dann nochmal Rechtsklick, New Directory und schreiben Item und da rein packen wir jetzt ein New File und den nennen wir jetzt wie unser Item, also TestItem.json. JSON ist so eine Standard-Speicherdatei, die in ganz vielen verschiedenen Programmiersprachen genutzt wird, hauptsächlich in Java. Wenn ihr damit schon Erfahrung habt, ist das auch im späteren Programmierverlauf sehr, sehr praktisch, wenn ihr da schon wisst, wie das Ganze funktioniert. JSON-Dateien sind immer in so komischen Klammern aufgebaut mit irgendwelchen Argumenten und dann hinter irgendwelche Werte. Das Ganze oder werdet ihr wahrscheinlich mit der Zeit verstehen. Wir machen erstmal hier diese geschwungenen Klammern auf oder wie auch immer die heißen. Und dann machen wir diese Gänsefüßchen. Ich weiß, ich werde dafür gehatet, dass das Gänsefüßchen nennen, aber ich nenne es Gänsefüßchen. Parent, Doppelpunkt, Minecraft, Doppelpunkt, Item, Generated. Dieses Parent sagt quasi, dass wir von einem bereits bestehenden Model etwas nehmen wollen. Ich zeige noch später in einem Tutorial, wie man sich eigene Models komplett von selbst oder komplett selber erstellt. Aber standardmäßig klauen wir uns das einfach von Minecraft, was es bereits gibt. Wie man das dann genauer einstellt, zeige ich noch später mit einem 3D-Programm, wo man das Ganze noch selber dann modellieren kann und so. Aber erstmal zeige ich hier die Basic Textures und dann hier Doppelpunkt, geschwungene Klammern auf. Und dann packen wir hier wieder, da kennst du ein bisschen, Layer 0. Layer 0 ist quasi die Basic-Textur, die allererste. Es gibt Textur oder Items, die haben mehrere Texturen. Die ja erst oder Layer 0, in der Programmierung fängt man immer bei 0, 1, 2, 3, 4, 5 an. Layer 0 ist immer die erste Textur. Und jetzt müssen wir darauf verweisen, als erstes schreiben wir einmal unseren Mod-Namen, wie der Tutorial-Mod, Doppelpunkt. Und dann schreiben wir Item, Slash, Test, Item. So, Test-Item, wieder der Name unseres Items. Und jetzt sollte unsere Textur theoretisch schon funktionieren. Wir könnten das auch so schon ausprobieren. Allerdings würde ich noch eine Sache machen. Und zwar würde ich gleich schon die Sprache oder die Length hinzufügen. Dafür gehen wir hier oben auf unseren Tutorial-Mod, New Directory und das Ganze Length. Dann gehen wir da nochmal drauf, Rechtsklick, New File. Und hier gibt es jetzt ganz viele verschiedene Sprachen, die wir hinzufügen können. Ich würde mal zwei Sprachen hinzufügen. Einmal de.de.json, da können wir deutsche Sprachen reinpacken oder wir machen mal auch noch die englische Version en-us.json. Ihr könnt irgendwo auch nochmal nachschauen, vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, packe ich nochmal einen Link zu einer Webseite, wo man sich alle Sprachen, die Minecraft oder alle Kürzel für die Sprachen, die Minecraft hat, an oder rein. Und dann können wir hier Folgendes reinschreiben. Das allererste Feld, wieder dieser aufgedingsten Zeichen, dann hier Gänsefüßchen. Item.tutorial Mod, also wieder unser Mod-Name, dann Test-Item, wie unser Item heißt. Und jetzt übergeben wir den Wert, und zwar den Namen. Das Ganze nennen wir Test-Item. Wenn ihr später weitere Items hinzufügen wollt, vergesst nicht das Komma und dann hier einfach wieder Item und so weiter, das einfach nochmal hinschreiben.
Das heißt, mit dem Komma trennt ihr immer das eine Argument von dem nächsten. Und wir kopieren uns das einfach mal auch ins Englische oder für die englische Version. Da habe ich Klammer vergessen. So, und jetzt sollte das Ganze auch schon für beide Sprachen sein oder funktionieren. Und dann können wir theoretisch jetzt auch schon Minecraft starten. So, und in Minecraft drin sehen wir, hat unser Item jetzt auch eine Textur und der Name wird auch richtig angezeigt. Perfekt, dann haben wir das für heute auch geschafft. Wenn ihr noch weitere Tutorials sehen wollt, könnt ihr einfach hier auf die Playlist in der Mitte klicken. Und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.